Liquid Elements A1000, Mini-Poliermaschine für kleines Budget. Wir sagen euch, wie sie ist. Die A1000 ist relativ neu auf dem Markt und mittlerweile in der Version Nummer 4, nachdem es da ein paar kleine patentrechtliche Probleme gab, ist jetzt die vierte Version auf dem Markt. Sieht auch deutlich anders aus. Wir haben eine ganz andere Bauform, auch eine andere Oberfläche oder ein anderes Material, aber dennoch die gleichen Features. Ich zeige dir jetzt, was alles so mit bei ist und erzähle dir dann nachher, wie ich sie finde und für wen sie sich lohnt. Wir haben zwei 12 Volt Akkus mit bei, sodass man eine mal laden kann, mit dem anderen arbeiten kann. Und da man mit Nano- und Mini-Poliermaschinen nicht die ganze Zeit durcharbeitet, sondern die zwischendurch ausmacht, reicht eigentlich auch die Ladezeit des einen Akkus, damit dieser voll ist, bevor der andere leer ist sozusagen. Hier unten ist auch eine Akkustandsanzeige, wo man beim Anschalten sehen kann, wie viel Akku noch drauf ist, damit man weiß, wann man laden sollte. Und natürlich spätestens, wenn es geht, bei Gelb, weil bei Rot verliert sie wie jede Akkumaschine auch doch an Leistung. Aber mit dem zweiten Akku kommt man da eigentlich immer ganz gut hin. So, weiter geht's bei der Maschine. Wir haben insgesamt zwei verschiedene Exzenterwellen mit drin, also zwei verschiedene Einsätze, die wir hier vorne einbauen können. Einmal mit 3 mm Hub, einmal mit 8 mm Hub. Nach meiner Erfahrung jetzt bei einem Auto und so beim Arbeiten, also 3 mm Hub ist schon echt wenig. Wobei ich auch sagen muss, so bei Profimaschinen wie der Flex PXE arbeite ich auch immer nur mit dem großen Hub. Von daher ist das in Ordnung, also man nimmt den großen und dann passt das eigentlich ganz gut. Ich zeige euch mal, wie man das hier montiert. Also ihr habt vielleicht schon nebenbei gesehen, diese Schutzkappe hier, die aus Kunststoff ist, gefällt mir auch ganz gut, dass sie kein Metall an der Maschine ist, sondern hier oben Gummi oder so eine gummierte Oberfläche und hier Kunststoff, wird einfach abgeschraubt und dann habt ihr jetzt zwei Werkzeuge mit drin, mit denen ihr einmal mit dem ersten Werkzeug hier in die Seite reingeht und dann sozusagen hier oben sehen, die Drehung blockieren könnt und dann könnt ihr von Hand die Welle jeweils aufsetzen. Ich denke, ein Festziehen von Hand reicht. Ich glaube jetzt nicht, dass man unbedingt noch dieses Werkzeug braucht, was hier noch mit bei ist. Ich glaube, das Festziehen von Hand reicht vollkommen aus. Und wenn ihr die Welle eingesetzt habt, dreht ihr natürlich die Schutzkappe wieder rauf, damit ihr mit der Welle nicht irgendwie an Karosserieteile kommt. Das funktioniert gerade bei mir ein bisschen hakelig, aber daran bin ich schuld. Und schon habt ihr alles montiert. Dann kommt am Ende noch ein Stützteller drauf. Wir haben hier bei dem Stützteller 35 mm Aufnahme, Klettaufnahme, sodass alle gängigen Polierpads drauf passen. Es gibt, glaube ich, spezielle 40 mm Pads, wenn ich mich da nicht täusche. Aber der Rest passt eigentlich auch drauf. Selbst die 30er, weil die sind ja nach oben hin konisch werdend. Das heißt, die gehen nach oben hin auf 40 oder 50 mm und das passt dann wunderbar. Genau, dann gibt es, wie gesagt, noch den zweiten Aufsatz. Den habe ich gerade schon erklärt mit 3 mm Hub und eine Bürste. Also wer damit irgendwas bürsten möchte, kann das auch machen. Gab es bei der Rupes Hybrid auch schon, habe ich ehrlich gesagt nie so wirklich benutzt. Also ja, muss man mal gucken, ob man es braucht. Ich habe jetzt gerade auch noch mal nachgeguckt. Also der Teller hat laut Herstellerangaben 38 mm. Ich habe es jetzt mit dem Messschieber mit dem Auge abgelesen, also kann Messungenauigkeit sein. Also 38 mm Stützteller. Dann die Bürste. Wie gesagt, ich habe die auch bei der Hybrid nie benutzt, weiß ich nicht. Aber wenn man möchte, hat man hier eben auch so einen Aufsatz für die Bürste, woran man die montieren kann und dann die eben aufschrauben kann. Und dann am Ende haben wir noch einen Rotationsaufsatz, sodass wir auch eine Rotationsbewegung mit der Maschine durchführen können. Also im Endeffekt drei verschiedene Arbeitsmodi im Polierbereich, exzentrisch 3 mm geeignet für Schleifarbeiten. Aber auch hier, selbst mit der PXE mache ich es eigentlich nicht, schleife ich eigentlich nicht. 8 mm für den Hauptpolierbereich und dann eben nochmal eine Rotation für rotative Arbeiten an noch schmaleren Stellen oder wo man eben eine Rotation braucht. Generell der Koffer gefällt mir sehr gut, der auch mitgeliefert wird. Ist so ein relativ harter Koffer. Hat hier so ein kleines Täschchen für die Aufsätze, also die Rotationsaufsätze. Man kann auch die anderen da noch mit reinpacken. Hat dann alles schön sortiert. Die Akkus sind ordentlich, das Ladegerät ist ordentlich, die Maschine liegt vernünftig drin. Man muss nur immer den Stützteller abschrauben und es ist immer so ein bisschen Frickelarbeit, da alles abzuschrauben, dann den Stifter rein, alles zu drehen. Also ja, irgendwo müssen aber auch, sage ich mal, Kompromisse gemacht werden bei dem Preis und dann komme ich jetzt auch schon gleich zu meinem Fazit. Für mich ist die Maschine, die kostet so um die 199 Euro regulär, so ein bisschen schwer zu betrachten. Zum einen verstehe ich, dass es Sinn macht, eine günstigere Maschine anzubieten und ich finde, sie hat auch eine vernünftige Leistung. Also sie ist relativ ruhig und das, was sie an Polierleistung bringt, ist wirklich in Ordnung und mit meiner Meinung nach mit der Hybrid im Akkubetrieb absolut vergleichbar. Jetzt gibt es aber, das muss man natürlich sagen, die Hybrid, die irgendwie 600 Euro kostet und dann 199, absolut keine Frage. Der A1000 macht selbst im gewerblichen Bereich meiner Meinung nach die Arbeit ungefähr genauso gut, ist hochwertig verarbeitet, ganze Zubehör dabei, was man so braucht und die Montage der ganzen Stützteller dauert bei der Hybrid auch ein bisschen, auch wenn man hinten den Arretierungsknopf hat und nicht hier den Stifter reinschieben muss, aber das ist mir egal, wenn ich über 400 Euro spare. Jetzt komme ich aber zu einer Maschine, Flex PXE ist dann
der Konkurrent zu diesen beiden Maschinen und die kostet dann irgendwo so 350 Euro. Und das heißt, ich müsste mir 150 Euro noch zur Seite legen und könnte mir eine Profimaschine kaufen, die deutlich mehr Leistung hat als diese hier und auch als eine Rupes Hybrid und die noch flexibler ist, weil ich einen 80 mm Stützteller habe, weil ich ein Akkusystem habe, weil ich auch für andere Geräte nutzen kann. Also ich persönlich, wenn ich im gewerblichen Bereich unterwegs bin oder anfange und überlege, ob ich da mal reingehe, würde ich sagen, ich spare lieber noch bis Ostern, kaufe mir dann die PXE. Für den Hobbybereich, der sagt, ich habe ein Auto, wo ich selber mal Kleinigkeiten polieren will oder poliere wirklich nur ein bis zweimal im Jahr Autos, A1000 spart man sich 150 Euro und sie macht wirklich einen guten Job für das, was sie kostet. Also für mich insgesamt eine gelungene Maschine und mir gefällt sie auch besser als die älteren A1000. Ich finde, da ist noch mal ein bisschen mehr Leistung draufgekommen, auch wenn sie natürlich sehr groß ist. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Hat einen relativ großen Kopf und ist sehr lang. Aber dennoch finde ich, ist es eine vernünftige Maschine und ich kann grundlegende Empfehlungen für diese beiden Gruppen, wie eben gesagt, aussprechen. Schreib mir doch gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare, wenn du die A1000 schon ausprobiert hast. Würde mich interessieren, was du davon hältst. Ansonsten abonniere bitte den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!